Moment, wir müssen erst noch warten, bis die Texturen geladen sind. So, frohe Ostern und herzlich willkommen zu unserem Testvideo von Alpha Protocol, das auf den ersten Blick nicht wie ein Rollenspiel aussieht, aber trotzdem eines ist, ein sehr gutes sogar. In Alpha Protocol, das ihr hier in der 360-Version seht, übernehmt ihr die Rolle des Nachwuchsagenten Michael Thornton, der sich in insgesamt 5 großen Operationen mit allerlei Bösewichten herumschlagen muss. Das bedeutet, ihr infiltriert gegnerische Schlupfwinkel wie diese Ruinen und meuchelt Bösewichte am laufenden Meter. Natürlich wird bei Alpha Protocol nicht nur geschlichen. Abhängig von euren spielerischen Vorlieben und der Ausrichtung eures Charakters könnt ihr natürlich auch die Waffen sprechen lassen. Und hier machen sich dann die ersten Rollenspielanzeichen bemerkbar. Ich weiß, ihr denkt, ja, der gute alte Henry würde nicht einmal ein Scheunentor aus einem Meter Entfernung treffen. Aber so ist es nicht. Da mein Charakter eher auf Schleichen ausgelegt ist und ich kaum Fertigkeitspunkte auf Waffenskills gelegt habe, trifft der gute Mr. Thornton eher selten. Also hau ich lieber drauf. Im Gegensatz zu seinen Kollegen Bond und Fischer verlässt sich Thornton nicht auf Technikspielereien, sondern rollenspieltypisch auf Spezialfähigkeiten, von denen ich euch jetzt eine zeige, nämlich gesteigerte Aufmerksamkeit. Aktiviert ihr diese Fähigkeit, ist Thornton in der Lage, die Aufenthaltsorte, den Alarmzustand und Blickrichtungen seiner Gegner für einen bestimmten Zeitraum zu sehen. Achtet mal auf die Pfeile. Natürlich besteht das Agentenleben nicht nur aus Gefechten. In 3 unterschiedlichen Minispielen knackt ihr Schlösser, überbrückt Schaltkreise oder hackt euch in Computersysteme. Das Hacken zeige ich euch jetzt mal. Es gilt, die 2 oberen Zahlen links und rechts mit den entsprechenden Ministicks innerhalb eines Zeitlimits an die entsprechende Stelle in diesem sich stets verändernden Zahlenwirrwarr zu setzen. Das sieht chaotisch aus und ist auch eine echte Herausforderung für die Hand-Auge-Koordination. Im späteren Spielverlauf wird die Zeit, bevor euer Eindringen bemerkt wird, nämlich immer kürzer. Ein wenig einfacher geht da das Überbrücken von Schaltkreisen. Hier gilt es, wie ihr es jetzt gerade seht, sozusagen Stromimpulse in die richtigen Bahnen zu lenken. Für erledigte Missionen, gehackte Computer und erfüllte Bonusziele erhaltet ihr die sogenannten Fähigkeitspunkte, mit deren Hilfe ihr Thorntons Fähigkeiten nach und nach verbessern könnt. Da sich nicht alle Attribute maximieren lassen, solltet ihr euch also gut überlegen, welche Ausrichtung euer Agent haben soll. 3 dieser Fähigkeiten lassen sich übrigens spezialisieren. Das erkennt ihr an den deutlich längeren Balken hinter Tarnung, Pistolen und Kampfsport. Doch damit nicht genug. Ihr könnt sogar eure Waffen mit Zusatzteilen aufmotzen, verschiedene Rüstungen erwerben und geheime Daten über eure Einsätze gegen Kohle eintauschen. Rollenspiel pur. Neben den actiongeladenen Missionen warten auch immer wieder kleinere Verschnaufpausen auf euch, in denen ihr Gespräche führt oder so wie hier, wo es gilt, eine VIP-Party durch ein Scharfschützenfernrohr auszuspionieren. Angenehme Aussichten inklusive. Das Dialogsystem in Alpha Protocol funktioniert wie in Mass Effect 1 und 2, mit dem Unterschied, dass ihr innerhalb eines Zeitlimits antworten müsst und sich die Storyline meiner Meinung nach teilweise deutlich extremer verzweigt als in BioWare's Science-Fiction-Rollenspielen. Dadurch bleibt die wirklich hervorragend erzählte und spannende Geschichte sehr abwechslungsreich. Ich kann euch sagen, ich hatte beim Testen selten mehr Lust darauf, ein Spiel noch einmal durchzuzocken als bei Alpha Protocol. Trotz der Tatsache, dass ich Alpha Protocol für eines der besten Rollenspiele der letzten Jahre halte, hat es für Höchstwertungen leider nicht gereicht, was auf beiden Systemen an der unspektakulären bis schlechten Technik liegt. Das Ding ruckelt stellenweise richtig heftig, es gibt starkes Tearing, die Gegner sind stellenweise, entschuldigt bitte den Ausdruck, saublöd und häufige Nachladepausen unterbrechen den Spielfluss. Darüber solltet ihr jedoch hinwegsehen, denn Alpha Protocol spielt sich einfach super und hat den eindeutigen Beweis dafür erbracht, dass sich Geheimagenten und Rollenspiele prima zusammenmixen lassen.